Auch erstmal recht herzlichen Dank für die Einladung und erstmal Ihnen danke, dass Sie mir die Aufmerksamkeit schenken. Wasserstoff als Markttreiber des Mobilitätshochlaufes. Ich persönlich komme von der Business Metropole Ruhr und die Business Metropole Ruhr hat zusammen mit dem RVR eine Initiative, die heißt Hydrogen Metropole Ruhr. Unser Ziel ist es, im Auftrag des Ruhrparlaments den Aufbau der H2-Modellregion Metropole Ruhr zu unterstützen, also diesen Aufbau mit voranzutreiben. Und warum wollen wir das in der Region machen oder warum glauben wir, dass wir in dieser Region etwas Besonderes haben? Oder das sind erstmal jetzt unsere Aufgabe, weil der RVR hat sich ein Ziel gesetzt, grünste Industrieregion der Welt zu werden. Grünste Region der Welt zu werden ist relativ einfach. Da müsste man irgendwie die Produktion anstellen und irgendwie. Aber das Wort Industrieregion dabei zu bleiben, da wird die ganze Aufgabe schon ein bisschen herausfordernder, aber wenn es einfach wäre, könnte man das auch woanders machen. Also dementsprechend haben wir uns überlegt, wir wollen das hier starten, diese Arbeitsplätze hier weiter aufrechterhalten und der gesamten Wertschöpfungskette entlang es voranzutreiben. Wir haben nämlich auch viele Assets in der Region, die dafür sprechen, dass der Wasserstoffmarkthochlauf vor allem in der Metropole Ruhr starten soll. Das dichteste Energienetz dazu haben wir mit dem Wasserstoffnetz. Hier entsteht 2040 ein Drittel des deutschen Wasserstoffverbrauches. Wir haben Abnehmer aus allen Bereichen, Stahlindustrie, die sind sehr bekannt, Chemieindustrie, aber es gibt auch viele kleine KMUs, die Prozesswärme brauchen und natürlich die Logistik. Und da sind wir gleich später bei dem Thema. Wir haben große Projekte, die hier laufen, GetH2 oder Hercules. Und wir haben über 20 Universitäten und Forschungseinrichtungen. Und das Besondere ist auch, ich war letztes Jahr auf der E-World, bin ich gefragt worden, was haben wir denn das Besondere, wo haben wir Vorteile gegenüber den anderen Regionen? Wir haben große Vorteile, vielleicht nicht, dass wir irgendwas singulär am besten können, aber wir sind überall mit dabei. Bei den Patenten, das ist eine Untersuchung des Europäischen Patentamtes, liegt das Ruhrgebiet weltweit gesehen unter den Top 10 auf der gleichen Höhe wie München. In München gibt es nicht so ein gutes Kanalnetz und andere Sachen. Also dementsprechend, wir spielen bei allen wichtigen Positionen eine vordere Rolle mit. Ich habe Ihnen nochmal eine Karte mitgebracht, weil die Verfügbarkeit von Wasserstoff ist eins der zentralen Themen. Und hier werden Sie kurz sehen können, diese blauen Leitungen, das ist die Planung der Bundesregierung zum Wasserstoffkernnetz. Und da sehen Sie diese blauen Striche, dass im Wesentlichen das Kanalnetz durch das Ruhrgebiet läuft. Das heißt nicht, dass wir die einzige Region sind, die davon partizipieren. Aber wenn wir einen Markthochlauf durchführen, könnten ja auch die anderen Regionen von uns lernen und wir wollen das nicht singulär betrachten, nach dem Motto, alles nur für uns. Wir werden die Sachen natürlich auch durchleiten, aber wir können hier viele die ersten Schritte machen und da können viele von lernen. Mobilität als Treiber für den Wasserstoffmarkthochlauf. Ich habe Ihnen mal eine aktuelle Auswertung von der Allianz pro Schiene mitgebracht. Da sieht man, welche Sektoren in Deutschland für den CO2-Ausstoß verantwortlich waren. Sie sehen die Landwirtschaft, die Haushalte, Industrie, Energiewirtschaft, die haben alle ihre Hausaufgaben im Wesentlichen gemacht. Leider gibt es einen Bereich, der dann noch ein bisschen trotz Elektromobilität hinterherdümpelt. Das ist der Verkehrssektor. Da gab es einen Einbruch in den Corona-Jahren. Aber grundsätzlich ist im Vergleich zu 1990 erst 10% der CO2-Ausstoßes im Verkehrssektor zurückgegangen. Und das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt, wo Wasserstoff helfen könnte. Wir bedenken dann natürlich immer nur an die Mobilität, an den Verkehr im Automobilverkehr. Wir müssen natürlich auch sagen, dass nur ein 2/3 des deutschen Schienennetzes elektrifiziert ist. Züge elektrisch zu laden, das ist eine Alternative, hat sich nicht bewährt. Die weltweit akzeptierte Alternative ist die brennstoffzellenbasierte Wasserstoffzüge. Und da gibt es schon marktreife Antriebe zu der alten klassischen Diesellok. Und das Schöne ist natürlich auch, diese Technik kommt auch zum Teil aus der Metropole Ruhr. Es gibt hier in Herten eine Firma, der US-amerikanische Motorenbauer Cummins produziert hier die Brennstoffzellen für die Züge, die ich eben gezeigt hätte, von Alstom. Also auch Ruhrgebietstechnik, die in dieser Liga ganz vorne mit dabei ist. Wie sieht es denn im Verkehrssektor aus? Wenn Sie mit Verkehrsexperten sprechen, es gibt zwar große Anstrengungen momentan, auch die Batterieelektrik, schnellere Ladezeiten hinzukriegen, das Gewicht zu reduzieren, aber Sie haben bei Schwerlastverkehre eigentlich die Situation, dass auch bei einer ansprechenden Topografie es eigentlich schwierig ist, batterieelektrisch zu fahren.
aktueller Stand. Das kann sich natürlich technologisch alles ändern. Momentan sieht es aber so aus, dass es erst einen Hersteller gibt, der weltweit auch nachgewiesen hat, dass er mit seinem LKW quasi auch durch die Schweiz gondeln kann. Das ist die Firma Hyundai. Die stellen die Tauglichkeit täglich unter Beweis. Und es gibt aber noch ein klitzekleines Problem. Die so begehrten Sattelzugmaschinen, diese sind noch nicht im Angebot. Das sind die Angebote der großen OEMs. Die deutschen Hersteller lassen sich noch ein bisschen Zeit. 2025, 2026 sollen die Angebote kommen. Ansonsten haben wir bislang im Verkehrssektor leider noch erst so, ich sag mal, handwerkliche Lösungen. Das heißt, bestehende Fahrzeuge werden von Anbietern umgebaut auf Batterie, auf Wasserstofftechnologie. Wie gesagt, eine Ausnahme. Es gibt immer mehr Beispiele, aber leider sind die deutschen Hersteller da noch nicht bei. Das habe ich Ihnen. Das Problem ist natürlich, wenn es zu wenige LKWs gibt, die auf dem Markt sind, haben sie auch zu wenig Wasserstofftankstellen. Und das ist dieses klassische Problem, das Henne-Ei-Problem. Wenn Sie zu wenig Tankstellen haben, kann natürlich ein Spediteur auch noch nicht sagen, ich möchte gerne in Wasserstoff-LKWs investieren. Und wenn es zu wenig nachgefragte LKWs gibt, gibt es zu wenig Anreize für Unternehmen in der Mineralöl- oder aus dem Tankstellensektor quasi dort zu investieren. Das ist dieses klassische Henne-Ei-Problem, was wir auch schon in der Elektromobilität gekannt haben. Aber da sind wir sehr sicher, die Logistik kommt an dem Thema Wasserstoff nicht vorbei. Wenn Sie als Unternehmer anfangen, grünen Stahl beispielsweise zu kaufen, wollen Sie sich Ihre Wertschöpfungskette nicht kaputt machen lassen, dass Sie diesen grünen Stahl per Diesel zu Ihrem Produktionswerk transportieren lassen. Das heißt, die Wertschöpfungskette muss gesamt komplett grün sein, wenn Sie Ihren eigenen Konzernangaben erfolgen. Und dementsprechend bedeutet das auch, dass die Logistiker grün fahren müssen. Und da ist Wasserstoff die Technologie. Ich hatte es jetzt die Tage mal bei einer Veranstaltung gesagt, jeder Spediteur kann zum Klimawandel stehen, wie er möchte. Die Kunden werden den Wasserstoff nachfragen. Es sind keine politischen Vorgaben. Der Markt wird es in der Hinsicht regeln, weil er sagt, ich brauche gerne logistische Transporte und dementsprechend müssen sie grün fahren können. Und wenn sie das nicht nachfragen können, werden sie ihren Kunden verlieren. Hashtag CO2-neutrale Wertschöpfungskette. Um dieses Thema ein bisschen aufbrechen zu können, hat die HMR zusammen mit der Region Düssel-Rhein-Wupper ein Förderangebot oder sich an einem Wettbewerb des Bundesverkehrsministeriums beteiligt. Wir hatten 82 Millionen Euro Fördersumme hinter diesem Antrag versammelt. Das waren 10 verschiedene Projekte. Gefördert werden der Bau von Elektrolyseuren in der Region und Wasserstofftankstellen, die in der Region Metropole Ruhr und Düssel-Rhein-Wupper entstehen sollen. Da werden 2 Elektrolyseure a 10 Megawatt gebaut und 2 Elektrolyseure a 1 Megawatt. Die Förderung beträgt 30 Millionen Euro, 15 Millionen hat das der Bund ausgeschrieben und das Land hat gesagt, wenn wir diese Investitionssumme in die Region holen, packt das der Bund nochmal, das Land nochmal 15 Millionen obendrauf, sodass wir mit diesen Tankstellen schon mal erste Anlaufpunkte in der Region realisieren wollen, dass Wasserstoff für den Mobilitätssektor zur Verfügung steht. Die Chancen des Wasserstoffeinsatzes in der Mobilität. Ich hatte ja Ihnen eben schon dieses Henne-Ei-Problem gesagt. Und früher wurde immer darüber diskutiert, Wasserstoff ist nur begrenzt verfügbar, Wasserstoff ist zu teuer, es kann sich nicht lohnen. Bei den aktuellen Dieselpreisen, die wir im Sektor kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges gesehen haben, war Wasserstoff schon wettbewerbsfähig zu den damals hohen Dieselpreisen. Ich gebe zu, die Anschaffungskosten für Wasserstoff-LKWs, wenn die es jetzt auf dem Markt gibt, sind noch zu hoch. Aber allein von dem laufenden Unterhalt wäre das schon vergleichbar. Dementsprechend würde eine Merit-Order, wo man sagt, wir nehmen erst den Wasserstoff, den wir haben, nur für die Industrie, das Problem nur vergrößern. Denn die Nachfrage würde sich ja nur auf kleine Industrieunternehmen konzentrieren oder die Abnahme auf kleine Industrieunternehmen konzentrieren, die noch nicht hundertprozentig sicher sind, dass sie diese Investition schon ableiten können. Wasserstoff im Mobilitätssektor ist quasi ready. Sie können mit den ersten Hyundai-LKW schon starten und das würde für die Investoren eine sichere Abnahme
garantieren, sodass es sich lohnt, dort zu investieren. Also wir hätten einen quasi einen Anreiz zu investieren. Und wir sind sicher, dass je mehr Nachfrage da ist, das Angebot steigen wird und dass dann dies auch zu sinkenden Preisen führt. So, und das war es im Schweinsgalopp durch das Thema Mobilität beim Wasserstoffmarkthochlauf. Ich sage recht herzlichen Dank und freue mich auf Ihre Fragen.